is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Vollkommenheit im menschlichen Bereich. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Unser Heiland wusste alles über die menschliche Natur. Und er sagt zu jedem Menschen: Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. So wie Gott in seiner Sphäre vollkommen ist, so soll der Mensch in seinem Bereich vollkommen sein. Die Menschen, die Christus annehmen, gehören zu denen, an die die hoffnungsvollen Worte gerichtet wurden. Wie viele ihn aber annahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Diese Worte machen uns klar, dass wir mit nichts Geringerem zufrieden sein sollten, als mit dem besten und höchst entwickelten Charakter. Einem Charakter, der nach dem Bild Gottes gestaltet ist. Wenn man solch einen Charakter besitzt, wird das Leben, der Glaube und die Reinheit der Religion ein lehrreiches Beispiel für andere. Wer aber eine magische Veränderung im Charakter erwartet, ohne selber entschlossenere Anstrengungen zu machen, die Sünde zu überwinden, wird enttäuscht werden. Solange wir auf Jesus blicken, haben wir keinen Grund zur Angst und keinen Grund zum Zweifeln an seiner Fähigkeit, alle, die zu ihm kommen, für immer zu retten. Doch wir dürfen ständig Angst haben, dass unsere alte Natur wieder die Oberherrschaft bekommt und der Feind sich bestimmte Schlingen erdenkt, damit wir wieder seine Gefangenen werden. Wir sollen unsere Seligkeit mit Furcht und Zittern schaffen. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Mit unseren beschränkten Kräften sollen wir in unserem Bereich genauso heilig sein, wie Gott in seiner Sphäre heilig ist. So gut wir können, sollen wir die Wahrheit, die Liebe und die Güte des göttlichen Charakters sichtbar machen. So wie Wachs die Tätung von einem Siegel annimmt, so soll die Seele den Stempel des Geistes Gottes empfangen und das Bild Christi annehmen. Wir sollen täglich an geistlicher Schönheit zunehmen. Wir werden in unserem Bemühen, das göttliche Vorbild nachzuahmen, häufig versagen. Wir werden uns oft wegen unserer Schwächen und Fehler zu den Füßen Jesu niederbeugen müssen. Aber wir brauchen nicht unmutig zu sein. Wir sollen umso eifriger beten, umso völliger vertrauen und es wieder versuchen, mit größerer Standhaftigkeit unserem Herrn ähnlich zu werden. Indem wir unserer eigenen Kraft misstrauen, werden wir der Macht unseres Erlösers vertrauen und Gott loben und preisen, der unseres Angesichts Hilfe und unser Gott ist.